Ich ahne ganz Böses. Ganz Böses ahne ich. Was ist das denn? Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar ist das ganz ungeplant. Wir stehen gerade hier neben einem 1200 PS R8 Biturbo. Und der Philipp sagte mir, Tom, ich tue dir selber einen Gefallen. Fahr eine Runde mit und film das, weil die Reaktion wirst du nur einmal haben und da bin ich jetzt gespannt. Und zwar... Hallo! Moin! Sag uns, was haben wir? Ja, was haben wir? R8 V10 Plus? Ja. Halt aufgeladen jetzt. Software gemacht. Genau, so leicht modifiziert. Leicht modifiziert. Also wir haben jetzt hier zwei Pusteblumen, da drunter und da drunter. Genau. Ich habe mir die eben schon mal angeguckt. Wir haben jetzt leistungsmäßig 1200 PS. In der großen Stufe. Aber die fahren wir ja mal, oder? Können wir fahren. Ja, wir müssen direkt die große fahren. Können wir fahren. Weil dann ist die Reaktion anders, denke ich. Ja, ja. Das ist schon echt schwierig. Müssen wir gucken, ob wir die Reifen jetzt dafür warm kriegen. Ist das so schlimm? Ja, ja. Scheiße, also, weil das ist halt Allrad, das darf man nicht vergessen. Das ist kein Heckantrieb. Also es hätte ein Cup 2, den kriegst du halt nicht so schnell warm. Die, ne? Temperaturen sind ja ganz okay heute, ne? Geht schon, aber ich sag mal, so ein 4S kriegst du halt auf der Straße halt schneller warm, ne? Ja, ansonsten, aber Getriebe ist Serie? Genau, halt Kupplung gemacht. Kupplung gemacht. Getriebe ist Serie, ja. Aber wieso fliegen denn bei anderen die Getriebe auseinander? Ja, es sind eher eigentlich die Kupplungen oder die Kupplungskörbe, die platzen. Ah, und dann geht das Getriebe gleich mit kaputt, weil... Und dann geht das Getriebe mit kaputt, wenn das kaputt geht. Okay. Genau. Thema Preis interessiert die Leute mal. Was kostet ein Umbau? Wenn man, sagen wir mal, was kostet ein Umbau, wenn jemand einen R8 zu dir hinstellt und du sollst das machen? Das splittet sich so ein bisschen, weil es gibt unterschiedliche Steps. Ja. Sprich, das fängt an, TÜV-Stufe, 850 PS. Das kriegst du mit TÜV? Genau, sowas kann man TÜVen, ja. 850 PS. Das fängt dann an ab 45.000 Euro. Ja. Und dann... Ist da auch schon die Kupplung mit bei? Nein, da ist die Kupplung nicht bei. Weil ich wollte gerade sagen, die Kupplung, habe ich gehört, ist Kupplung sehr ist ein Riesenpart. Mit Kupplung sind es dann halt über 60. Über 60, okay. Genau, weil Kupplung halt einfach extrem teuer ist. Und dann einmal alles, was geht, maximale Stufe kostet? Genau, ohne TÜV, so 65 ungefähr. Bis 65 bist du da los, ja. Okay, und dann steht er da hier so, wie er hier eben dann steht. Ja. Wie lange hat das schon gehalten jetzt? Weil das hat ja schon... Das Auto fährt mittlerweile, lass mich lügen, 3 Jahre voll. Drei Jahre? Ja. Okay. Und der gute Herr, der fährt die Autos. Der fährt auch mal auf dem Bilzer Berg, bis die Bremse nicht mehr kann. Das heißt, es ist nicht jemand, der hier die schont und ab und zu mal Gas gibt, sondern der fährt die. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was das jetzt kann. Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Das stärkste, was ich gefahren bin, war halt 1000 PS. Und ob er die am Ende hatte, weiß ich auch nicht. Ja. Ihr habt den ja schon gemessen, mehrfach jetzt hier. Zeitenmäßig. Haben wir? Ja, große Stufe fährt 3,1 100 200. 3,1 Sekunden 100 200. Ja. 0 100, kann man das messen? Nee, wahrscheinlich, ja. Traktionsbedingt. Ja. 2,7, 2,8, gar nicht so viel schneller wie ein Serienauto. Ja, weil einfach durchdreht, ne? Genau, weil einfach durchdreht. Genau. Geil. Schön, dann hocken wir uns mal rein. Ja, machen wir. So, Interieur, was sagst du? Bist du schon mitgefahren? Ja, klar, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Und? Schon was anderes Level, ne? Bist du eigentlich schon öfter mitgefahren? Ja, wir machen doch jetzt Probefahrt, oder nicht? Wir beide heißen wollen. Also ich sage dir, wenn du gerade schon dachtest, Oma Golf ist krank. Ja gut, wir sind ja nicht gefahren, ne? Genau, nee, aber selbst von der Akustik her. Ja, ja. Ist hier nochmal. Du musst die Welt nicht verstehen. Krass, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Weil der Unterschied zwischen 3 Sekunden 100, 200 und 5 Sekunden 100, 200 ist ganz andere Welt. Ja. Wirklich. Ist wirklich. Und jetzt musst du dir überlegen, er ist so auf den Bilzer Berg gefahren, ne? Ja, das finde ich halt krass. Das habe ich gerade im Video schon gesagt, das finde ich halt krass. Weil normale Leute, die sowas umgebaut haben, die fahren das dann ja nicht richtig. Die geben mal Gas und so, aber Winnie fährt das halt auch dann. Winnie, jetzt zieht das durch. Krass, ne? Dass das auch hält? Also, dass die Getriebe, gut, er sagte eben, Problem ist die Kupplung, die auseinanderfliegt und nicht das Getriebe an sich. Ne, die Macht ist die Kombination aus dem V10 mit dem Getriebe und wie das alles harmoniert, ne? Das ist halt schon geil. Weil der fährt ja auch nur ein Bar oder so. Und hat beim Bar schon die 1000 PS. Ein Bar, ja. Viel Spaß euch. Krass. Du wirst es nicht vergessen. Geil ist halt, wir sitzen hier drin jetzt schon und das fährt halt wie Serie, ne? Ja, absolut. Das, also jetzt gerade, das ist nicht wie bei diesen normalen Autos, die 1200 PS haben, die halt angehen und erstmal... Das fährt ganz normal halt einfach, ne? Wie ist das beim R8 mit Öltemperatur? Wie lange braucht der? Weil damals... Doch, es dauert jetzt schon einen Moment. Dauert lange, ne? Ja, ja, es dauert jetzt schon einen Moment. Aber was ich ja finde, ist, Audi hat das schon schön gemacht, das Interieur vom R8. Mir gefällt absolut. Das richtig gut. Ist halt sehr fahrerbezogen, ne? Ja, voll. Das Ganze. Aber ich finde es super. Also ich habe dann halt ein paar Sachen geändert, wie hier so mit Alcantara. Ja, und die Sitze. Halt, ne? Sitze sind halt richtig schön. Sitze, Lenkrad drauf angepasst und so halt, ne? Aber ich dachte eben schon, die Sitze, gab es die so im R8? Die habe ich noch nie gesehen, weil die haben ja Schalen, aber die sehen ja ganz anders aus. Ja, sehen ein bisschen zahm aus. Ja, genau, ne? Finde ich auch. Diese sehen so ein bisschen mehr wie die Porsche weißer Schalen aus. Genau, genau. Wie lange machst du das jetzt schon? 11 Jahre. Ja.
echt einfach aus dem Hobby gesagt, so jetzt, Bedarf ist einfach da bei den Leuten. Ja, ja, genau. Ich kenne mich da irgendwie ein bisschen mehr aus als andere und ich fange jetzt an. Hat im Prinzip angefangen mit Rollertuning. Wie bei allen, ne? Nicht bei jedem. Das halt wirklich hardcore gemacht, ne? Und dann ging das halt nahtlos aufs Auto rein, ne? Das heißt, wo das Ding echt extrem empfindlich drauf ist, dann muss ich jetzt auch wechseln, wenn die Reifen hinten ein bisschen abgefahren sind, innen, die laufen innen irgendwann ab, dann merkst du besonders beim Porsche und aber auch beim R8, dann fängt der so ein bisschen an leicht zu tanzen. So, Ja, beim Porsche ist richtig extrem. Genau, du sitzt halt da drin und dann denkst du dir, die Hinterachslenkung ist irgendwie los. Genau, das fängt jetzt hier auch langsam an. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, wenn die Pelle dann ein bisschen warm ist, geht das dann? Ganz böses Ahnig. Alter. Fährst du noch viel hier mit oder nicht? Ja, doch. Ja, doch. Ja, ja. Wird es langweilig? Irgendwo, oder, also gewöhnst du dich dran? Ja, ne? Doch, auch da dran. Ich sag's immer wieder, du gewöhnst dich an alles. Auch wenn es die meisten sich nicht vorstellen können. Doch, kann ich mir vorstellen. Weil egal, was ich immer hatte, du hast dich so schnell dran gewöhnt. Ja, ja. Und dann denkst du, okay, klar, andere, wenn die einsteigen, merkst du das wieder, wie krass das ist, ja, wenn genau. du es an deren Reaktion siehst. Aber ich denke mal, jetzt dreht er noch durch. Alter. Boah! Ja, so einfach alle vier durch. Und das sind keine schmalen Reifen. 3,5 glaube ich, sind hinten, ne? Was ist das denn? Alter! Ja, das habe ich noch nicht erlebt. Ne? Und wir hatten ja trotzdem Wheelspin. Ja, ja, du hast ja gesehen, ne? Du musst schon echt gut auch mal. Das habe ich noch nicht erlebt. Mal gegenlenken, ne? Ja. Guck, kommt das Land einfach. Boah, ja, es war dritter Gang, das drehen immer noch alle vier, ne? Also, das ist jetzt. Auch noch nicht ganz große Stufe. Nein? Nee, nee. Das ist noch nicht ganz große Stufe. Weil es jetzt sinnfrei, weil es dann einfach nur immer im Begrenzer dreht. Dann so 100 PS weniger. Boah, also krass, echt. Ja. Vor allem du hast ja, also wahrscheinlich du als Fahrer nicht, aber ich habe das leichte Gefühl als Tunnelblick so. Als ja, es geht, weil das auf einmal so Fahrt aufnimmt. Ja, genau, weil so krass halt, ne? Alter! Boah, damit habe ich nicht gerechnet. Geil. Das ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Wie das einfach. Ja, du kennst halt Saugerfahrer. Ja, aber es fährt wirklich wie ein Sauger. Ne? Es fährt wirklich wie ein Sauger. Du hast nicht dieses so, dass nichts kommt und dann auf einmal alles. Es kommt dann sofort alles. Aber richtig. Es ist ja auch, wenn ich jetzt hier fahre, es ist ja schon was los. Ja, ja. Ist ja nicht, dass das Ding da tot ist. Ey, wie schnell war es nur auf Blitzerberg damit? Auf der Gegend gerade. Ganz ehrlich, in dem Verkehr unfahrbar. Ja, hey, ne? Aber da fährst du doch 3 Runden. Ja, wenn du willst, ja klar. Klar. Wie gesagt, deshalb am Blitzerberg auch Bremse tot gefahren, weil. Halt, ja, Speeders, ne? Schnell. Geisteskrank. Dir wird das erst bewusst, wenn du halt ein Auto vor dir hast. Mir wurde das gerade, wo du in der wo die 3 mal so bei 7 oder 8 plötzlich. Ja. Dann merkst du halt, wie das Ding erst richtig Fahrt aufgenommen hat, ne? Zieht ja so durch, siebte Gang. Ja, so nie auf. Das darfst du halt auch nicht jedem geben, ne? Nein, definitiv also, nicht. Du siehst ja auch schon, ne? Da musst du schon legen. Ja, genau. Da musst du halt auch schon wissen, was du tust am Lenkrad. Genau, auf jeden Fall. Das ist aber ganz, ganz beeindruckend, ne? Ich bin letztens mit so einem Tesla Model S Plaid gefahren. Ja, ja. Das war schon von Null raus natürlich auch schon schnell. Ja, auf jeden Fall. Aber ab 100 ist es ja gar nicht. Genau. Und hier ist halt. Ab 100 geht ja erst richtig was. Genau, wenn der Traktion 100 geht ja. Aber geil, dass es so hält einfach. Ja. Das ist echt brutal. Aber 15 Mille für eine Kupplung ist auch
auch ganz schön wild, ne? Also die teuerste Kupplung, die ich mir hier gekauft habe. Ja, ne? Ist viel Arbeit? Schon. Also jetzt haben wir für alle Schweißlernen und sowas. Jetzt geht's aber so die erste Konstruktion. Auf jeden Fall. Ja, fängt ja mit noch an R8 jetzt. Fängt ja mit dem Kühlsystem an, ne? Und vor allen Dingen, musst du das optimieren, das Kühlsystem? Also es ist ja ein getrenntes System. Das sind wassergekühlte Ladeluftkühler. Ja. Meine Ladeluftkühler sind hinten. Und vorne in der Front habe ich dann einen Wasser-Wärmetauscher quasi. Ja. Der halt direkt angeströmt wird. Ne? Ist das alles optimiert? Ja, ja. Das alles also musst du auch machen? Ja, ja. Das musst du dann alles ändern. Ne? Da mag ich mir gar nicht vorstellen, wie diese 2000 PS Underground Racing Aventador fahren. Das muss ja... Das ja, krank. Also... Aber das bewegst du dann halt auch nicht so aus der Kurve raus nee. Weil dann musst du immer Angst haben, dass das halt irgendwie ausbricht, ne? Ja, musst du hier schon. Ne, genau. Also auch das kannst du ja nicht voll aus der Kurve rausladen. Ja, das war ja mal eine Fahrt. Das war ein Erlebnis, muss ich sagen. Das sei, wenn du schon da bist. Da hatte Philipp recht. Das hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt jetzt. Quasi? 900. Das ist ja gar nichts, ne? Ja. Das fährt dann halt noch smoother halt so, ne? Da hättest du jetzt auch keine Wheels mit mehr, oder? Nee, das fährt wie Serie. Aber auf der Strecke bist du mit der 900 PS gefahren, oder bist du? Auch mal große, aber die ist einfach zu viel gewesen, ne? Aber macht der Motor das durchgehend? Ja. Also von den Temperaturen, der wird nicht warm? Der wird gar nicht warm. Wird gar nicht warm. Also du kannst jetzt auch ein paar Mal hintereinander 300 machen oder so. Ja, Autobahn hast du natürlich immer viel Luft, das stimmt, aber Rennstrecke hätte ich jetzt gedacht. Nee, auch nicht. Also gar nicht. Guck mal, wir haben 85 Getriebe, also auch entspannt. Klar, du kannst jetzt nicht hier ständig stehen lassen, aber... Ja, Leute, das wird das Video. Nordschleife mit dem 1200 PS R8 Turbo. Das kannst du ja gar nicht ausfahren, weil es dich auch gar nicht traust, weil es so schnell wird, dass du halt das gar nicht... Das fällt dann halt auch manchmal schon schwer einzuschätzen. Ja, ja. Ne? Du kannst es gar nicht. Also ich brauche auch immer nach dem Winter die ersten Fahrten, muss ich mich erstmal kurz wieder so ein bisschen realisieren, ne? Wie schnell das eigentlich ist. Das ist was anderes, dann halt einen Bremspunkt zu treffen. Ja, ja, weil du ja noch im normalen Auto fährst du da 200 und hiermit dann 300. Genau. Was ich halt wirklich geil finde, das habe ich jetzt schon 10-mal gesagt, aber das ist so wie Serie fährt. Ja. Das finde ich so geil, weil du einfach ganz normal auch fahren kannst und du hast nicht dieses absolute Tuning-Auto, wo du wirklich eigentlich nicht mehr mitfahren kannst. Ja, ja. So wie mit Film, mit dem Golf, da kann er normal nicht mitfahren. Brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist absolut schweinegeil für die Disziplin, aber das ist halt einfach nur Allrounder. Genau, das kann da einfach alles. Ja, also das ist ja sogar noch viel schneller dabei, das darf man nicht vergessen. Also oben raus muss man echt sagen, wird die Oma sau schnell sein, wenn die halt erstmal Grip hat, aber halt aber bis dahin halt. Ne? 200, 300 ist ja noch schneller. Meinst du nicht? Ich glaube, das könnte so eine Liga sein. Echt? Okay. Ja, ja, also da muss man die Oma schon richtig pervers. Ja, ich bin einmal Pilzerberg mitgefahren, wo wir einmal auf der Gerade gefahren sind. Da konnten wir nicht in vierten schalten. Nee, doch gerade in vierten, aber nicht ausdrehen. Also hat die aber halt hier so 100, 200 oder was ist halt das Auto, Endgegner, ne? Das Endgegner ist halt einfach. Ja. Boah. 100, 200 ist dann halt auch die 3 Sekunden oder 3, 1, 3, 2, je nachdem, müsstest du sogar dann nochmal dreimal schalten, ne? 3,1. Ja. Reizt es nicht unter 3 zu fahren? Schon so ein bisschen. Ja, aber es ist unfassbar, wie viel mehr Leistung man eigentlich jetzt dann noch. Was denkst du, wie viel mehr PS brauchst du, um ich sag mal, 0,1, 0,2 nochmal zu schalten? Also 0,2 mehr sind bestimmt nochmal so 80 PS oder so. Ja. Weil irgendwann wird jetzt die Luft halt extrem. Was kann denn der Motor? Was sagst du denn? Also, ich sag mal, wenn man damit auch mal Autobahn und halt auch mal richtig Schub fahren will, dann würde ich sagen, ist jetzt hier gesund Ende. Kurzzeitig würde der Motor bestimmt auch nochmal so 200 PS mehr können. Aber gesund, 1200 PS ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ne? Die Akustik, ne? Akustik ist bombastisch. Hattest du schon mal Probleme mit? Seit dem Umbau? Zusammengebaut, einfach gefahren. Krass. Ist kein Scherz jetzt. Also am Anfang nicht so viel Leistung, dass man erstmal ein bisschen vorsichtig steigern einfach, ne? Willst es ja auch nicht direkt kaputt machen, genau. Weil dafür sind die Motoren auch ziemlich teuer. Ja, ja, auf jeden Fall. Da hat man halt einfach Respekt vor, ne? Ja. Was kostet so ein Motor? 40, 30, 35? Ja, auf jeden Fall. Also gebraucht kriegst du nichts unter 20, ne? Ja, 25, ne? Und da weißt du auch nicht, was du hast. So, die letzte Scheiße haben, die irgendwo in der Flut gestanden hat. So ist es. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die Mitfahrt. Also das war wirklich ein Erlebnis, das, wie Philipp sagt, wird man nicht vergessen. Ne? Man nicht, ja, es ist so gut. Also das ist wirklich... Deshalb muss man einfach erlebt haben, kann man sagen, ne?
So Leute, ich bin aus dem R8 zurück und ich muss sagen, das war die Fahrt, also das extremste Autoerlebnis in meinem Leben, weil so eine Beschleunigung habe ich, also ich bin ja Model S Plaid schon gefahren, Tesla, aber 0 bis 100, das ist krank, aber darüber hört es dann halt auf und da fängt es halt beim R8 an. Also unvorstellbar, geisteskranke Leistung, wirklich, also es ist einfach nicht in Worten zu beschreiben und jeder, der es nicht gemacht hat, kann es nicht nachvollziehen, weil ich weiß natürlich auch, 1200, ja, das wird schnell sein, aber wie schnell das wirklich ist, Junge, nee, einfach nee. Vielen, vielen Dank an Benny, dass er mich mitgenommen hat. Das war wirklich, boah, BK Performance abchecken. Und ich sage euch, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. War jetzt ein ganz, ganz spontanes Video. Gerne Kanal abonnieren, dranbleiben und wir sehen uns die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.